Glück auf Unterloh. Ja, hier sehen wir schon die beiden Marder der Schande, die ich letztes Mal so elegant vor die Wand gesetzt habe. Hier die Jungs sind weiter dabei, sich zu bewegen. Haben allerdings auch schon einen Ausfall kassiert, der ja hier hinten liegt. Und auch hier haben wir einen Ausfall kassiert. Aber immerhin den Panzer haben wir noch bekämpft, vernichtet. Und jetzt gehen wir dabei weiter auf die Fabrik vor. Werden jetzt mal zusehen, dass sie die hier noch drin lassen. Den hier geben wir auf jeden Fall Versteckenbefehl, weil gerade Artillerie vom Himmel regnet. Und sehen zu, dass sie die hier schnellstmöglich aus dem Bereich bewegen. Die sollen dann erstmal dort an die Mauer, dort sind sie safe. Währenddessen gehen wir hier beim anderen Marder der Schande zu unseren Jungs, die sich auf den Hügel weiter bewegen und sagen denen hier, sie sollen in 40 Minuten, 40 Sekunden ungefähr loslegen. Es ist zu weit, sich hier den Berg hochzuarbeiten. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie schnell wir quasi im Close-Bereich sind. Hier mit dem. Ist jetzt echt vorsichtig den Berg weiter hochbewegen. Dann checken wir immer, dass die beiden Befehle noch angegeben sind, damit die A10s auch schön ihre Anflüge machen. Die wollen wir nach Möglichkeit die ganze Zeit auf dem Berg loshageln lassen. Würde ich sagen, und dann gucken wir auch schon, wie das Ganze weiterläuft hier. Er ist jetzt angepisst, er denkt sich, die Wichser, die spreng ich weg. Scheint echt angefressen zu sein auf die Jungs. Oh, seht ihr, wie dicht das kommt hier? Ist zu sehen, dass sie die in den Marder hier einladen. Bevor gleich Fire for Effect kommt. Oder das ist es wahrscheinlich schon. Zum Glück Bodendetonation, dann ist die Reichweite nicht so hoch bei Luftdetonation. Alter Schwede! Der streut ja über den gesamten Bereich. Da hochgegangen? Na, das gucken wir uns gleich an. Gudi. Da gucken wir nochmal, was hier drüben los war. Okay. Den Maverick auf irgendwas gejagt oder ein Bämpchen. Ihr müsst ja irgendwas sehen, wenn er hier angreift. Ist ja alles bald im Eimer da. Gut. Der will ihn aufheben, das will ich aber gerade nicht so gerne. Die fahren wir da mit dem Marder vor. Reit, okay, dann Sprung. In einem Sprung jetzt rüber. Es macht keinen Sinn mehr, da zu warten.
Oh ja, irgendwas müssen sie hier gesehen haben. Dann helfen wir doch mal mit. Einfach mal kurz kräftig da reinflanken. Umso mehr wir vom Feind jetzt schießen einfach mal ganz kräftig rein und gucken mal, was passiert. Nämlich wer die sieht. Die. Okay, aber mit denen will ich da nicht hinschießen. Aber wenn die da was sehen, dann wird das wohl auch in der Ecke dort liegen. Ah. War auf jeden Fall ein MG. Gut, die hauen jetzt ab. Wir werden da mal komplett kräftig reinhämmern. Und dann bleiben wir jetzt erstmal kurz hier und gucken uns dann gleich rechts das an. Okay, ATGMs ohne Ende. Vielleicht ein bisschen Overkill. Also wenn da noch irgendjemand war, ist das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Da ist ja alles eingeschlagen. Wir uns gleich nochmal aus der Position angucken, wenn man da gelegen hat, ne, das ist echt kein tolles Leben gehabt, dem. Ansonsten kommen wir hier voran. Ist halt langsam. Ist halt so, kann ich nicht ändern. Kann man halt nichts machen, ne? Da. Okay, wir sehen hier zwei Mann. Sie werden wahrscheinlich schon hingewiesen sein. Hier ist ein Feuer reingeschossen gekommen. Das ist jetzt zwei Vor-Effekte, das sieht auch nach Luftdetonation aus. Ein bisschen lang zum Glück. Schweigen gehabt, die sind nicht getroffen worden. Keine bösen Überraschungen mehr aus der Richtung. Gehen wir mal, da kommt gleich der nächste Feuerschlag. Oder wir kriegen ja halt Harris-Feuer rein, damit die uns lange da binden. Okay, wir wollen jetzt hier quasi rum, hier rein. Und hier erstmal hier quasi dieses Gebäude nehmen. Gut. Wupp, wupp, wupp. Wollen wir
natürlich dem nicht im Weg fahren, der die ganze Zeit unterdrückt. Mehr können wir gerade hier, glaube ich, nicht machen. Außer hier quasi ranfahren, damit wir quasi dort aufsatteln und mit denen vor. Und wir holen uns jetzt nochmal einen Marder her. Damit wir mit dem quasi an den HQ-Trupp vorbewegen können. Ich denke, damit sind wir dann gut dran, wenn wir den gesamten Zug hier dran haben. Wir müssen halt sehen, wie viele Kräfte jetzt hier drin sind. Wir haben gesehen, hier haben welche gelegen, die haben wir runter verscheucht. Die werden jetzt irgendwo in diesem Gebäude sein, wahrscheinlich mit weiteren Kräften. Schwierig, uns da jetzt durchzuarbeiten, aber sollten wir hinkriegen. Gut, checken wir das hier. Das sieht gut aus bisher. Ausgeruht, breit. Okay. Ist quasi hoch. Die brauchen hier noch. Und dann lassen wir das auch. Aber bei einer Stunde hier oben sind, dass wir wenigstens da rein können, das wäre schon echt gut, dass wir wenigstens neutralisieren können. Okay, die beiden A10s greifen weiterhin an. Ist im Angriff. Gut. Schauen wir uns erstmal das hier an, wie das hier gelingt. Wenn die hier vernünftig rumziehen, sollten die eigentlich keine wirkliche Möglichkeit haben zu schießen. Aber wir können trotzdem mal Feuer leicht dort mit auflegen. Würde ich eigentlich gerne nur zeitweise. Damit die dann quasi, falls sie einen Gegner erkennen, den dann auch bekämpfen und nicht einfach dann da stehen und da leicht reinhämmern. Tja, schauen wir mal, wie das so läuft. Oh, ich höre schon. Okay, da sind wir safe reingekommen. Hier wird abgesessen. Und sie kriegen Feuer rein. Und jetzt nicht ablenken lassen. Jetzt gucken wir uns das erstmal auf der anderen Seite. Dass die da immer noch drin liegen können, ne? Muss ich ja jetzt echt mal motzen, was die schon als an Feuer da reingekommen haben. Da immer noch drin liegen können und schießen können. Ich darf den Scheiß nicht kaputt machen, aber der Gegner sitzt da drin, als wenn es kein Morgen gäbe. Hilft nichts, der flankt jetzt nochmal richtig kräftig gleich rein. Nice.
Ground. Okay, das ist die Artillerie, okay. Guti. Die müssen sich abdecken, aber jetzt stirbt garantiert. Wahrscheinlich sterben die beiden jetzt gleich, weil der Schuss da schon durchgegangen ist. Ach, so was Ärgerliches. Der Gegner sich echt nicht unterdrücken lässt an dieser Stelle. Es ist so lächerlich. Der Sieg liegt da seit vorhin drin und ist nicht tot zu kriegen. Und stirbt auch jetzt nicht. Jetzt ist er wieder verschwunden. Und schießt gleich wieder auf die. Ach, ist das frustrierend. Sag ich doch, der schießt wieder. Die sehen ihn, aber Quarzgehirn sagt nein. Ja, es ist... Ach, das ist dieser blöde Häuserkampf. Der macht einfach keinen Spaß. Immer lachend in die Kreissäge laufen. Vor allem bei Gebäuden, die man nicht beschädigen darf. Nicht gut gemacht. Nicht gut gemacht. So, machen wir weiter. Also reiben wir jetzt auf die letzten Missionen nochmal alles von unseren armen Bundis auf. Hauptsache, ich darf diese blöde Pestizidfabrik nicht beschädigen. Darf ich nicht kaputt machen. Darf mich aber gerne erschießen lassen beim Reinstürmen. Weil ich muss sie ja trotzdem nehmen. Und wenn ich dann die Pestizidfabrik jetzt zu sehr beschädige, kriege ich die Punkte nicht, weil ist halt so. So was. Feuer da jetzt einfach dauerhaft drauf. Sieh zu, dass du die unterdrückst. Ihr schießt jetzt auf den. Wenn ihr es wieder nicht schafft, den kalt zu machen, dann ist das halt so, so voll drauf. So lächerlich. Er fährt vor. Dann bin ich mal gespannt. Nö, nur Sichtkontakt verloren. Nicht ausgeschaltet.
Ich hätte ihn hier rüberfahren können, wäre besser gewesen. So. Ich hätte jetzt aber nicht angenommen, nachdem was in das Gebäude schon reingescheppert ist, ist dann auch irgendwann mal gut ist oder der wenigstens sich verpisst. Stattdessen stehen hier wahrscheinlich wieder alle Einheiten auf fanatistisch, damit sie sich nicht verpissen. Quasi bis zur letzten Patrone in ihrem Gebäude drin sitzen. Na, hier wohl nicht. Hier haben sie sich ja zwischendurch versucht zu verpissen. Aber da unten ist halt schon wieder... Wenn die Syrien-Karte für DCS kommt, dann mache ich hier erstmal alles platt. Die Region ist auf jeden Fall drin. Dieser spezielle Hügel wahrscheinlich ja nicht, aber die Region ist drin. Jetzt ist mal richtig schön Backenfutter. So. Die brauchen noch. Vor. Weil wir müssen ja hier rein. Wir haben ja gar keine andere Chance, als in diesem blöden Gebäude da vorbeizukommen. Hier auch rein. Dann los. Das ist immer ein schöner 2-2er-Trupp. Ja, da könnten wir noch rein. Kriegen wir gleich wieder einen auf die Nase, weil hier irgendwo ein Gegner sitzt. Wissen wir sogar ziemlich genau, weil das nicht ausgeschaltet ist. Aha. Na dann los. Gar nicht 2-1, weil ja die durch ihr MG-Schütze auf Blatt. Das ist. Wie viel Feuer will der denn noch reinbekommen? Bevor der sich da verpisst. Das ist doch wohl echt langsam nicht mehr schön. Ist ja immer wieder hochkommen mit dem Kopf. So brauche ich die Fabrik gar nicht zu nehmen. Wenn die alle so eingestellt sind, brauche ich da gar nicht versuchen zu kämpfen, weil ich sie nicht überwältigen kann. Schon wieder frustrierend. Kannst halt echt nicht viel machen. Dauerhaft munter eine Kreissäge laufen, weil ja auch nur so Gegner aufspüren kannst. Immerhin die A10s machen ihren Job. Ist das ganz doof. Ich stell den jetzt da hin. Und dann sollen die... darüber springen. Wenn der da steht,
Einziger Bereich da vorne. Du sollst mir ihn aufklären. Wahrscheinlich schießt der dem dann irgendwie eine Gewehrgranate oder so durch die Panzerung in die Jacke. So. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Der hat ein Wärmebildgerät. Ich kann den da drin übrigens nicht sehen. Ja. So, mit denen hier natürlich auch die Straße überqueren, das ist natürlich nicht so prickelnd. Die dann als nächstes. Die ziehen wir erstmal auf die gleiche Höhe nach. Dann ist halt das eine Gebäude Schrott. Ja, das ist echt. Ich kann ja nichts machen. Ich muss hier oder hier rein. Beide Stellen sind total scheiße zum Eindringen. Und solange er da hockt, komme ich hier halt überhaupt nicht rein. Leicht verletzt, es liegen hier die Splitter lang. Ist nicht kaputt, den Typen, ne? Er sitzt garantiert immer noch drin. Ja. Gut, da würde ich sagen, dann machen wir für heute Feierabend. Genug geärgert.
Da muss ich mir halt echt nächstes Mal überlegen. Also es ist wirklich, ob ich die Szene nur versuche zu neutralisieren. Oder ob ich mich jetzt hier wirklich versuche durchzubeißen, weil das ist echt. Mir, das ist. Ich sag jetzt mal Fahrzeug hin und her, aber mir fehlt überhaupt die Infanterie für so viel Missionen, was ich hier habe. Also hier könnte man mir locker noch eine Kompanie hinstellen. Und ich hätte genug zu tun. Also es ist. Weil wir uns auch die Verluste nicht erlauben können, ne? Aber gut, wir schauen beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sagt wie immer bis denn dann. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.